Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie kann man seine Daten und den Verlauf bei Snapchat ansehen? Das Ganze kann man bei Snapchat beantragen. Man bekommt dann ja einen Auszug, wo man ja die Daten und seinen Verlauf überprüfen und ansehen kann. Wie das geht, möchte ich euch jetzt hier in dem Video zeigen. Lasst an der Stelle gerne schon mal einen Daumen nach oben da und vergesst auch nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, um keine weiteren wichtigen Videos mehr zu verpassen. Ja, wir legen los. Ich bin hier angemeldet bei meinem Snapchat-Profil und bin jetzt hier auf meiner Startseite in meinem Profil und gehe jetzt hier oben auf die Einstellungen, auf das Zahnrad, und dort muss ich ganz einmal nach unten scrollen und da haben wir den Punkt Meine Daten. Da klickt ihr einmal rein und dann dauert es einen ganz kleinen Augenblick. Akzeptieren wir mal hier und jetzt muss ich meinen Nutzernamen oder meine E-Mail-Adresse angeben, um mich hier einmal neu anzumelden. Das machen wir jetzt einmal. Ich drücke hier auf Weiter. Und jetzt möchte er noch mein Kennwort haben. Das gebe ich jetzt einmal ein. Ihr seht es aber nicht. Und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Das Kennwort habe ich eingegeben. Jetzt klicke ich auf Weiter. Nun dauert das einen ganz kleinen Augenblick. Ich bekomme jetzt noch einen Zugangscode zugesendet. Den muss ich auch noch mal eingeben. Wenn man den Code eingegeben hat, klickt man auf Weiter. Und jetzt kommen wir hier zu meinen Daten. Hier könnt ihr dann unten so einen kleinen Auszug sehen, was alles hier an Daten und Verlauf heruntergeladen wird. Das Ganze bekommt man per E-Mail. Ihr habt jetzt hier einmal eure E-Mail-Adresse drin. Die müsst ihr jetzt noch einmal bestätigen. Das Ganze mache ich kurz einmal auch. Könnt ihr jetzt wieder nicht sehen. Dann kann man hier noch Last Year. Man kann also den Zeitraum auswählen. Kann das Ganze auch filtern. Ich lasse es jetzt einfach mal auf das letzte Jahr und gehe jetzt auf Anfrage übermitteln. So, jetzt dauert es einen Augenblick. Das kann bis zu 24 Stunden, in seltenen Fällen auch schon mal länger dauern, dass man dann eine E-Mail bekommt, wo man dann seine Daten abrufen kann. Wenn ich die E-Mail gleich habe, zeige ich euch, wie es weitergeht. Bei mir ging das jetzt relativ schnell, dass ich die E-Mail bekommen habe. Ich musste also keinen ganzen Tag drauf warten, aber wie gesagt, seid nicht ungeduldig, wenn es mal ein bisschen länger dauert. Hier ist jetzt jedenfalls die E-Mail angekommen von Snapchat und ich kann jetzt hier einmal draufklicken und muss jetzt hier nochmal meinen Accountnamen eingeben und muss es jetzt bestätigen. So, klicken Sie auf die Würfel, bei denen dasselbe Symbol nach oben zeigt. Müssten diese hier sein. So, klicken Sie weil immer noch dasselbe Symbol, auch hier wieder. Ja, das ist jetzt einfach nur, dass wir kein Bot sind. Und hier haben wir die Teekanne. Und wenn wir das erledigt haben, klicken wir auf Weiter. Jetzt muss ich nochmal mein Passwort eingeben. Das Ganze mache ich, ihr könnt es wieder nicht sehen. Und dann klicken wir hier auf Weiter. Wir speichern das Passwort in dem Fall mal nicht. Bekomme jetzt noch auf meine Handynummer wieder einen Code zugesendet. Das ist hier ja Zwei-Faktoren-Prüfung für die Sicherheit. Gebe jetzt den Code hier auch einmal ein. So, und jetzt sind wir hier angemeldet und jetzt könnt ihr hier sehen, ja, meine Daten sind fertig. Ich kann jetzt hier eine ZIP-Datei herunterladen. Das Ganze kann ich jetzt einmal machen. Ich klicke hier mal rein und dann lädt er die Datei runter und dann öffnen wir die jetzt mal. Dazu springe ich jetzt ab hier in den Ordner. Durch Klicken hier in die ZIP-Datei mit einem Doppelklick und jetzt auf Index habt ihr jetzt hier eure Daten, wo ihr euch einzeln mal durchgucken könnt und raussuchen könnt, was ihr haben wollt. Das war es im Prinzip auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!